Nochmal, jetzt mal wieder Schach hier, ne? Wir hatten den ersten Zug gemacht. Ich weiß nicht, wer das ist. Eine nette Dame. Jetzt kommt noch ein Scheich nach vorne. Was will er? Er macht die Tür, die Uhr, die Tür. Es geht los mit E4, glaube ich. Ja, E4. Ja, E4 geht's los. Russisch. Lol. Wirklich? Russisch. Naja, ich befürchte, es wird das eintreten, was ich gesagt habe. Nee, Stafford werden wir nicht sehen. Nepo nimmt kein Risiko. Ich glaube, er hat es schon abgeschenkt. Er glaubt nicht mehr, dass er das einholen kann. Und er bleibt einfach bei Russisch. So, was ist mit Carlsen? Will er nicht spielen? Damit hat er nicht gerechnet vielleicht, ne? Damit hat er nicht gerechnet vielleicht. Weil, oh Mann, das schmeckt so gut. Holy X-Mas Drink. Pflaume Zimt. Hammer Geschmack. Mit leichtem, mit Koffein, moderatem Koffeinzusatz, mehreren Vitaminen, kein Zucker, kein Taurin. No Bullshit. Aber natürlich nicht exzessiv trinken das Zeug, ne? Ist ja klar. Granatapfeltee? Nee, sowas. Granatapfel mag ich nicht. So, was überlegt denn jetzt Carlsen? In der vierten Partie hat er das gespielt hier. Da war diese Variante auf dem Brett. Das war die vierte Partie, ne? Kann ich auch direkt zeigen, ne? Hier. Ja, vierte Partie war das hier. Könnt ihr euch erinnern vielleicht. Dann achte Partie hatten wir diese Variante mit D4. Ja, es kamen schon Züge. Er macht das gleiche wie in der vierten Partie. Er nimmt raus auf E5. Also ganz safe. Was überlegt er hier? Nach Springer schlägt E5. Will er hier Dingens spielen hier? Wie heißt nochmal das Gambit hier? Da habe ich doch ein Video zu gemacht. Cochrane Gambit. Springer schlägt F7. Sehen wir das Cochrane Gambit? Was überlegt Magnus Carlsen hier an der Stelle? Springer F3. Achso, man kann auch Springer D3 spielen. So eine Remis-Variante. Das hat er gegen Caruana gespielt, ne? Gegen Fabiano hat er den gespielt hier. Das ist so eine Remis-Variante. Ja. Er denkt echt nach, ne? Er denkt nicht nach. Ich bin ein bisschen überrascht. Vom Erfinder des Warp-Antriebs? Verstehe ich nicht. Heute kein Gast, nein. Heute alleine. Ich habe ein Video gemacht zu diesem Gambit hier, ne? Cochrane Gambit hier. Sowas hier. Läufer C4, Rochade, D4, F4. Push, push. Auf den König drauf. Könnt ihr euch gerne anschauen. Cochrane Gambit. Ist das Schach oder kann das weg? Kann eher weg. Kann eher weg. Springer D3. Springer D3. Carlsen kennt alles. Er spielt Springer. Ich bin mir. Das war eine Partie Carlsen Caruana 2018. Die war total Remis, die Variante. So, jetzt nimmt Nepo hier raus. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird ganz schnell Remis heute. 300 Bits von Blackbird G2. Danke. Engine Live-Brett mache ich. Ja, wobei die Engine hier in diesem Moment auch nicht so viel bringt, ne? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Carlsen einfach hier die Remis-Variante wiederholt gegen Caruana und Nepo einfach das Match so ein bisschen abgibt. Ich könnte mir vorstellen, warum ist Slow Chat? Warum nicht? Didi, du kannst Slow Chat, aber nee, weil ich dachte, ich wäre alleine zuerst, aber ich wusste nicht, dass ein Mod heute am Start ist. Aber jetzt bin ich aber natürlich froh, dass Dancing Duelist am Start ist. Dancing, du kannst gerne in den Slow Chat wieder deaktivieren, wenn du möchtest. Mir ist es wurscht. Ich habe den Slow Chat auf 30 Sekunden gestellt. Ja, Zeitungsinterview habe ich super viele schon gegeben. Vor der WM mit der WAZ, mit der Zeit, Spiegel, Deutschlandfunk. Während der WM nochmal Radio, Deutschlandradio.
War mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel irgendwann. Und ich habe schon am Anfang der Sendung erzählt, Elisabeth Peetz, Leute, zu der Variante werde ich nicht viel erzählen, außer dass das eine sehr ausgeglichene Variante ist. Ne? Man spielt hier D4 jetzt und irgendwann werden die Damen getauscht. Und das ist eine Variante, die hat halt auch Carlsen gespielt gegen Caruana. Wobei bei Carlsen Caruana kam damals Springer C6. Sportschau war letztes Jahr. Die Zeit interviewt ja Kugelbuch. Hä? Wurde denn die Zeit Kugelbuch interviewt? Ja, die Partien werden Elo ausgewertet, natürlich, klar. Und Carlsen hat jetzt 6 Punkte dazu gewonnen. Durch das TBG-Interview in der Zeit bin ich zum Schach gekommen. Okay, das finde ich cool. So, D4 kam. Springer C6 greift den Bauern an. Springer C6 wurde normalerweise hier nicht gespielt. Normalerweise nimmt man hier raus auf E2 und tauscht die Damen. Interessant. Springer C6 hier. Ändert aber nichts groß an der Geschichte. Was passiert nach C3? Dann sind wir wieder in der Theorie, in anderen Partien drin. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die nächsten 3 Partien sehr, sehr schnell remieren. Schauen wir mal. Nein, es kommt heute keiner. Heute alleine. Hat Bär angekündigt. Ich glaube, ist noch nicht draußen. Ach so. Wette bitte. Ja, der Mod ist heute alleine. Deswegen hat er das. Wir können ja mal eine Wette machen heute. Wird die Partie heute länger als 40 Züge dauern? Ja, nein. Unabhängig vom Ergebnis. Wir können ja mal was anderes machen. Wird die Partie länger als 40 Züge dauern? Ja, ich habe heute extra. Ja, die Wette müsste Dingens, Dancing Duelist machen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Nee, ey, Moment. Es ist nicht erlaubt, Remis anzubieten vor dem 40. Zug. Wenn die vor dem 40. Zug Remis machen, dann muss das eine dreimalige Stellungswiederholung sein. Ja? Oder Zugwiederholung, Stellungswiederholung. Die dürfen nicht vor dem 40. Zug Remis machen, können aber natürlich, wenn sie die Züge wiederholen oder die Stellung wiederholen halt, ne? Wie viele Züge dauerte die letzte Partie? Gestern. Gestern hat Magnus nach 39 Zügen gewonnen. Partie 8. 46. Partie 6 war die Rekordpartie. Partie 7, die Remispartie, war 41. Ihr seht, alles ganz, ganz knapp. 40 Züge. So, da läuft die Wette. Wenn die genau 40 dauert, bis zum 40. Zug gewinnen die Leute, die da drunter sagen, logischerweise. Im 40. Zug, ja, Remis können die machen durch Zugwiederholung, ne? Ich glaube auch, dass Nepo so ein bisschen die Schnauze voll hat. Er hat das Ding schon abgeschenkt. Die Wette steht. Sonst hätte er heute mal Sizilianisch spielen müssen, ne? Auf E4. Jemand zum Beispiel, der jetzt hier noch im WM-Kampf zurückkommen möchte, würde jetzt nicht Russisch spielen, ne? Das ist eine Remiseröffnung aus Profisicht. Der würde C5 Sizilianisch spielen. Oder Karo Kann halt, ne? Irgendwas. Aber die Sache ist, der traut sich das nicht mehr zu, zurückzukommen. Der bleibt bei seinem Repertoire und spielt Russisch. Und Carlsen ist ein bisschen verwundert, glaube ich. Weil er dachte sich, okay, ich meine, will er nicht mehr zurückkommen? Ne? Es ist vielleicht eine einmalige Chance für Nepo, Weltmeister zu werden. Und die lässt er jetzt halt so austrudeln. Ich kann ihn aber verstehen. Ne? Also im Moment hängt der Bauer D4. Der logische Zug ist hier C3. Es gibt hier aber natürlich auch Dame E7 oder Läufer E3. Läufer E3 hat einen großen Vorteil hier. Und zwar.
Die Damen werden nicht getauscht. Ja, sieh mal eine an. Und dann haben wir eine Partie. Aber ich glaube, Carlsen möchte eher die Damen tauschen. Ding Liden, Caruana oder MWL hätten es. Also Caruana mit Sicherheit. Ding Liden auch, glaube ich auch. Ja, genau, mit fliegenden Fahnen so ein bisschen untergehen. Läufer, ich glaube, Läufer E3 wird Carlsen nicht machen. Also C3 sieht für mich sehr, sehr logisch aus, ne? Und dann sind wir wieder mit Zukunftsstellung wieder bei einigen Partien, die hier gespielt wurden. Großmeisterpartien. Erstaunlicherweise gibt es hier den Zug G5. Ah, Dame schlägt E7. Jetzt muss man nehmen hier. Und dann Springer E2. Ich kenne das irgendwo her. Kann sein, dass ich das schon mal analysiert habe. Kann sein, dass ich schon mal analysiert habe. Mit der Idee hierhin, oder was? Die Stellung muss ausgeglichen sein. Hier hängt der Bauer G5 auch, ne? Das gab es schon mal. Hier gab es auch schon sowas wie Läufer F5. Hier spielt man F3 sehr häufig. Mit der Idee König F2, G4. Solche Geschichten. H4, die Bauern sollen da nach vorne. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe den Mist sogar mal analysiert mit Weiß. So, worüber denkt Carlsen hier nach? Auch häufig genannt Carlson. Nee, ich glaube nicht, dass er die Dame auf dem Brett lässt. Nepo bleibt am Brett sitzen gerade. Was ist mit dem los? Denkt ganz schön lange nach hier, Monsieur Carlsen. Ja, Läufer E3 ist natürlich ein guter Zug, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob er Lust hat, mit Dame auf dem Brett zu spielen. Ich meine, er führt mit 3 Punkten Vorsprung. Was soll er da jetzt groß noch theoretischen Vorteil aus der Stellung holen? Läufer E3 ist wahrscheinlich der objektiv beste Zug. Die Dame auf dem Brett lassen. Aus irgendeinem Grund gibt es ja keine Partien in der Datenbank nach Läufer E3. Lichess schon. Aber nicht Masters Database. Läufer F5 sieht logisch aus, um die lange Rochade vorzubereiten. Und hier bin ich mir nicht sicher. Vielleicht den hier? Und auch die lange Rochade vorbereiten, wo man muss mal Springer B4 aufpassen hier. Lange Rutsche, irgendwie sowas, ne? Lange Rochade geht hier nicht, ne? Wegen dem hier, ne? Aber bei Turm D2 geht noch, deckt den Bauern. Ja, irgendwie sowas kann kommen. Hier gibt es natürlich viele Alternativen. Ich kann natürlich auch mal C3 hier einstreuen. Wobei C3 schwächt das weiße Feld hier. Und den Springer so entwickeln. Ne? Geht auch. Ja, C3, lange Rochade, Springer D2. Aber der Läufer guckt hier ein bisschen nervig rein. Das gefällt mir nicht so gut. Also ich würde wahrscheinlich C3 machen hier. Ganz, ganz safe. Caruana Formschwäche? Nö. Würde ich nicht sagen. Der hat halt nicht so viel gespielt, ne? Online nicht so viel wie die anderen. Aber der letztens beim chess.com Rapid, bei so einem Rapid-Turnier, Speed Championship, ne? Hat da Maxim Vachela-Graf geschlagen, ne? Und MVL gilt eigentlich als besserer Blitzspieler. Also ich würde nicht sagen, dass er in schlechter Form ist. Geht nicht, weil Schwarz das mit G5 kontern kann. Was denn? Das kann man spielen so. Das ist auch ist völlig okay. Da hängt kein Bauer. Also C3, Läufer E3. Ich denke, es geht jetzt Carlsen darum, prinzipiell zu entscheiden, welchen Fortgang der Partie er haben möchte. Möchte er mit Damen auf dem Brett weiterspielen oder ohne Damen? C3 führt unweigerlich zum Damentausch. Man kann Läufer E6 zwar hier spielen, aber dann gibt er seinen schönen Läufer ab. Das will Schwarz nicht. Deswegen wird hier übrigens G5 gespielt, den Springer vertreiben. Und wenn der Springer dann weggeht, dann kann man Läufer E6 spielen mit Schwarz und lang rochieren. Wobei der Bauer hängt hier, ne? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Man müsste H6 spielen, ja? Aber spätestens hier müsste Weiß tauschen, weil sonst kommt Läufer E6. Es ist immer so ein Spielchen hier, so Mind Games. Tausch du bitte meine Dame, damit ich meinen Läufer mit Tempo entwickle. Und wenn Schwarz tauscht, ne,
dann hat halt Weiß direkt seinen Läufer im Spiel. Das ist so ein bisschen, beide warten ab. Also auf G5, Dame E7 gibt es hier ein paar Partien, sowas. Hier wurde Springer E2 gespielt von Hare Krishna gegen Jinshi Bai 2019. Hier ging es weiter mit Springer D5, Springer G3, H5. Auch nicht schlecht. Und hier gibt es aber ein schwaches Feld, ne? Wieso geht er hier wieder zurück und nicht dahin? Solchen Stellungen. Ja, 80G, 80K, Big Greek. Findest du einfach, sieht man ja. Im Panel-Bereich sieht man Banner zu Holy und 10%. Im Rapid ist Carlsen natürlich der stärkste Spieler zurzeit auf der Welt, Mello. Er ist nicht nur im klassischen Schach die Nummer 1, er ist auch die Nummer 1 im Rapid-Schach und im Blitzschach. Das heißt, er ist in jeder Disziplin Favorit, egal wer gegen ihn spielt. Eine Chance haben natürlich aber auch andere Spieler gegen ihn, ist doch klar. Kehr denkt er lange nach, das gibt's auch gar nicht. Gucken wir uns mal Läufer E3 nochmal an. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er sich so viel Zeit lässt hier. Läufer E3. Ich weiß nicht, ob man noch hier G5 machen kann. Sowas hier. Jetzt hängt der Bauer nicht wirklich, weil der Bauer hängt auch. Das heißt, Schwarz könnte sich weiterentwickeln hier, ne? Und die kurze Rochade anstreben. Während Weiß hier so ein bisschen, wie entwickelt er sich weiter? Wahrscheinlich Springer D2 oder Springer C3. Ich bin mir hier nicht sicher. Ich will immer C3 haben, deswegen mache ich Springer D2 mal. Rutsche, lange Rutsche. Hallo. Auf G5 nehmen, wie gesagt, hängt immer der Bauer, das möchte ich nicht mit Weiß. Hier ist Schwarz dran, aber diese heterogenen Rochaden, das sieht gefährlich aus, finde ich. Für Schwarz, weil der Bauer hier so weit vorne steht und wenn sowas kommt, dann kann ich direkt attackieren. Der König steht hier, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, ich würde eher die lange Rochade hier anvisieren. Mit Läufer F5 vielleicht, lange Rochade, sowas eher, ne? Wie gesagt, den Bauern nehme ich nicht, weil der hängt. Ja, so würde ich es eher spielen mit Schwarz und also das ist eine Stellung, wo alles drin ist, ne? Dann wird die Partie nicht so schnell remis. Deswegen, ja, ich gehe eher von Damentausch aus. Meine Güte, was denkt der denn so lange nach? Das gibt's doch gar nicht. 12 Minuten in der Stellung. Ich bin echt überrascht. Nee, Nepo riskiert erstmal gar nichts. Er spielt Russisch. Also mit Russisch riskiert man normalerweise gar nichts. Ich fand es sehr interessant, was Vichy gesagt hatte. Wenn man gegen jemanden spielt, für den Remis ausreicht, muss man einfach alles tun, um die Stellung am Leben zu halten. Und dann passieren Fehler. Ja, aber für Carlsen reicht ja ein Remis aus, nicht für Nepo. Das heißt, dann müsste eigentlich Nepo alles am Laufen halten, tut er aber nicht. Eigentlich. So, irgendwie habe ich keine Lust, die Stellung weiter zu analysieren, weil hier gibt es nichts zu analysieren. Entweder kommt C3 oder Springer oder Läufer E3. Ich habe euch die Varianten gezeigt. Läufer E3 ist objektiv wahrscheinlich besser, aber ja, lässt halt mehr Figuren auf dem Brett, ne? Beim derzeitigen Matchstand würde ich eher sagen C3 und dann irgendwann die Damen tauschen halt, ne? Aber Carlsen spielt prinzipiell, ne? Hat er die letzten Tage auch gemacht. So, ich gucke mal, was im Chat abgeht. Was würdest du als Weißspieler spielen, um möglichst in der Tiefe gegen Russisch aufzubauen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich gebe euch mal einen Tipp. Gegen Russisch, wenn man weiß, dass der Gegner Russisch spielt, kann man zweitens Läufer C4 spielen, das Läuferspiel. Und dann auf Springer F6, D3. Und das ist Läuferspiel. Jetzt kann Schwarz mit Springer C6 weiterspielen und jetzt kann man zum Beispiel in Italienisch überleiten. Man kann aber auch ganz normal Läuferspiel weiterspielen. Ich habe ein Video gemacht zum Läuferspiel auf meinem Kanal und das ist eine sehr gute Eröffnung, das Läuferspiel. Also, wenn man weiß, dass der Gegner Russisch spielt, kann man mit Läufer C4 Russisch im Prinzip verhindern. Dann kann man kein Russisch spielen mit Schwarz. Die Zugfolge beruht darauf, dass Weiß Springer F3 spielt. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, dass eure Gegner Stafford spielen und ihr habt keinen Bock drauf, im Blitzen zum Beispiel online, ja. Auch wenn das eine schlechte Eröffnung ist, Stafford, könnt ihr natürlich Läufer C4 spielen. Guckt euch mein Video gerne an dazu. Ja, danke für den Link.
Genau, Läufer C4 kann man spielen. Wenn man aber russisch spielen möchte, also ich finde diese Variante von Carlsen hier eigentlich ganz gut. Die er gespielt hat in der, wann war das? In der achten Partie. Und hier in der Stellung hat Carlsen Springer D2 gespielt hier. Einen seltenen Zug. Das kann man sich gerne mal anschauen. Anzugsvorteil ausnutzen. Aber auch sehr interessant ist in dieser Stellung hier der seltene Zug Springer C3. Da sind so Varianten, die so ein bisschen vom Mainstream abweichen. Und wenn Schwarz sich hier nicht so gut auskennt, dann gerät er durch den Anzugsnachteil schnell ins Kreuzfeuer. Die Hauptvarianten sind ziemlich ausgelutscht. Die Hauptvariante in der russischen Verteidigung ist das hier. Das hier wird sehr, sehr viel gespielt unter Profis in den letzten Jahren. Und hier gibt es verschiedene Züge für Schwarz, zum Beispiel sowas. Diese Varianten wurden unglaublich viel gespielt in den letzten Jahren auf Profiniveau. Mit diesen heterogenen Rochaden. Da kennt sich Schwarz sehr gut aus und es gibt hier zu viele Zugmöglichkeiten auch. Das ist einfach zu viel Theorie auch. Wie es sich eigentlich mit. Re Man darf nicht reden bei der Schachpartie. Nie. Am Brett darf man nicht reden. Und man darf auch mit keinem anderen reden, wenn man spielt. Die haben einen Ruheraum. Und in diesem Ruheraum sind sie alleine. Dort darf auch keiner rein. Dort haben sie Bildschirme. Also in Zukunft, in klassischen Partien, wenn ich weiß, dass mein Gegner Russisch spielt, werde ich wahrscheinlich Läuferspiel spielen. Läufer C4. Russisch ist mir echt zu remislastig, ist mir echt zu ausgeglichen. Und Läufer C4 bringt Leben, Schwung in die Bude. Ja, elektronische Geräte sind komplett nicht erlaubt. Machen die Spieler aber manchmal auch Pausen vom Nachdenken, ja, im Ruheraum. Wobei bei einem Schachspieler ist es so, dass er während einer Partie automatisch eigentlich keine Pausen macht. Also kognitive Pausen macht keiner während einer Schachpartie. Man ist ständig mit der Partie beschäftigt und denkt ständig über die Partie nach. Auch wenn man auf Toilette geht, auch wenn man sich die Hände danach wäscht und auch wenn man irgendwo hin und her läuft, man ist ständig mit der Partie beschäftigt. Schach absorbiert im Prinzip 100% der mentalen Aufmerksamkeit. Insbesondere Schach am Brett, klassisches Schach, das über mehrere Stunden geht. Schach hat wirklich die Kraft, am klassische Schach am Brett hat wirklich die Kraft, alles um einen rum vergessen zu machen. Also habt ihr gerade Liebeskummer, habt ihr euren Job verloren, funktioniert es mit der Libido gerade nicht so gut, spielt Schach, wird alles besser. Nee, Nepo hat keine realistische Chance auf ein Comeback, sehe ich nicht. Blasenschwäche, Schach hilft. Apropos Blasenschwäche, nee. Nee, hat damit nichts zu tun. Holy, 10% auf alle Produkte von Holy mit dem Code Big Greek aktuell. Die Weihnachtsedition Pflaume Zimt. Ihr seht schon. Ah, ich habe immerhin 45 Minuten durchgehalten, bis ich das ausgetrunken habe. Ist nicht mehr viel übrig von dem halben Liter. Normalerweise trinke ich sowas immer direkt weg. Ah, schmeckt richtig gut. Habe ich mir ausnahmsweise mal ein bisschen eingeteilt. Heute bin ich alleine, ja. Mal gucken, wie oft ich das heute noch sagen soll. Da steht auch im Titel, dass ich alleine kommentiere. Die einzige Runde während der WM, die ich alleine kommentieren werde. Sag mal, C3 hat er gespielt. Endlich. Meine Güte. Wie lange hat er jetzt für diesen Zug nachgedacht? 18 Minuten. Völlig crazy. 18 Minuten für C3. Unglaublich. Das heißt, er ist gar nicht vorbereitet hier auf die Variante. Naja. Gibt jemanden, der zweimal mit Unterbrechung Weltmeister war? Ja. Michael Botvinnik. In den 50ern, ne? 40er, 50er. Um Dreh rum. Hat Nepo eine Chance? Wofür? Heute oder die WM? So, jetzt mal in den Chat. Wenn jetzt jeder, der reinkommt, neu und fragt, warum ich alleine bin oder ob ich alleine bin, bitte im Chat beantworten, weil ich habe die Frage jetzt schon 10-mal beantwortet.
Einer aus dem Chat immer den Leuten dann auch antworten, warum und wieso, beziehungsweise es gibt kein Warum. Es ist einfach so, ich bin alleine heute, kommentiere alleine. Wohin sollte man sich wenden, wenn man bei dir Werbung schalten möchte? Einfach an meine Mail schreiben, Setakos, spartachess@mail.de, an meine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Ja, ihr seid da, natürlich. Wie ist der aktuelle Stand der WM? 6 zu 3 für Carlsen. Wirklich? So, D5 kam hier von Nepo. D5? Der Zug ist neu. Bis jetzt wurde hier immer gespielt G5. Den finde ich auch sehr spannend, den Zug, muss ich sagen. Springer, Dame E7, Läufer E7, Springer E2 hatte ich gezeigt. Ne? Da gab es eine Vorgängerpartie. D5 ist natürlich sowas wie totale Symmetrie. Ne? D5 gefällt mir nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Warum macht er D5 hier? Das ist so ein bisschen das Angebot der totalen Symmetrie hier. Irgendwie jetzt hier schlagen, schlagen, ne? Also hier ist mein Drang, irgendwie Läufer D3 zu spielen. Ich weiß nicht wieso. Das ist halt ein logischer Zug. Rochade, Rochade, sowas hier. Mit Läufer D6. Jetzt hier sowas wie H3 vielleicht. Bereitet Läufer E3 vor. Läufer D7, Läufer hier in Turm A8. Springer D2. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas hier. Und irgendwann wird das hier alles getauscht. Ne? Sowas hier. So, so, sub, sub. Und wir einigen uns dann schnell auf Remis. Gibt es die Pressekonferenzen auch irgendwo übersetzt? Nicht, dass ich wüsste. Die sind auf Englisch. Ihr könnt ja mal den Übersetzungsmodus einschalten auf YouTube. Es gibt auch so einen Übersetzungsmodus. Bis später, Adri. Hoffe, wir sehen uns wieder. Gehe essen. Wo gehst du denn essen überhaupt? Gehst du draußen essen? Selber kochen. Kein Fastfood. Ich esse übrigens null Fast Food. So, Brille säubern. Ja, das Englisch ist relativ simpel bei den beiden. Nee, nee, mit Familie. Okay, supi. Lass dir schmecken und danke nochmal für die 50 Subs. Und bei meinem Sub-Abend möchte ich dich dabei haben. Ja, ich rechne mit sowas hier. Habe ich gezeigt, ne? Sowas, sowas hier. Und es wird alles getauscht. Mit symmetrischer Struktur. Ich habe hier ein bisschen Druck gegen ihn. Hier ist aber gedeckt. Der Springer kann nicht vertrieben werden. Und dann geht es einfach weiter mit. Ja, sowas hier. H3. Ich würde gerne Läufer E3 machen. Springer D2. Aber hier ist ein Springer. Ah, Moment. Springer G4 geht gar nicht, weil der hängt hier. Ah, der hängt auch, ne? Könnte man machen. Man kann aber auch einfach H3 spielen. Das Feld decken hier. Dann Läufer E3. Das ist so eine ganz, ganz typische Variante hier. Wo sich alles runtertauscht. Die Kanalwette läuft noch, glaube ich. Und die Kanalwette, bei der Kanalwette heute ging es darum, Zug, Springer D2. Ja, Magnus weigert sich, die Damen zu tauschen freiwillig. Es ist aber letztendlich egal. Schwarz kann auch die Damen tauschen und Läufer D6 direkt spielen. Springer F3, Rochade, Rochade, sowas hier. Wobei, Moment. Hier hat aber Schwarz erstmal Läufer F5. Ja, was aber auch völlig egal ist, ehrlich gesagt. Irgendwie sowas. Ist genau der gleiche Rotz. Das ist das gleiche in Grün. Im Prinzip. Ich habe auch keine Lust, das hier spannend zu reden, als ob das irgendwie eine super spannende Partie wäre, wo noch mega das Drama noch auf uns wartet. Ich gucke lieber in den Chat und beantworte eure Fragen. Und trinke dabei noch meinen Holi. Onkel Wasja? Wenn mein Gegner spielt Läufer C4. Berliner Verteidigung kannst du dann nicht spielen.
E4, E5, Läufer C4. Das ist ja italienisch. Das ist kein, dann kannst du nicht in die Berliner Verteidigung. Berliner Verteidigung ist in der spanischen Partie. Das ist die Berliner Verteidigung hier. Das ist eine ganz andere Öffnung. Da kommt man gar nicht rein, wenn man mit Russisch beginnt. Also, nee, da kommt man nicht rein. Gerade hing der Läufer auf F4. Übrigens hat Schwarz jetzt Springer D8 gespielt. Hier. Ja, das sind ein paar ungewöhnliche Züge. Von der Theorie her hat es das noch nie gegeben, was die beiden da spielen. Es ist aber egal, weil das ist symmetrisch alles. Und jetzt ist der letzte Moment, wo Carlsen sagen kann, tausche ich die Damen, ja oder nein? Welche Öffnung würdest du dir die Tage noch wünschen? Hab keinen Wunsch. Hier möchte Schwarz C6 spielen und die totale Bauernsymmetrie und Springer E6 kann er auch überlegen, wonach die Damen einfach nicht getauscht werden. Carlsen könnte jetzt natürlich sagen, das ist so ein bisschen der letzte Moment, wo Weiß sagen kann, ich möchte jetzt die Damen tauschen. So Dame E7, Läufer E7, Läufer D3, Springer E6, irgendwie sowas hier, ne? Sowas hier. Mit symmetrischer Struktur und gleicher Materialverteilung. Carlsen kann aber auch irgendwie Eier, so richtig, mit so richtig dicken Eiern in der Hose sagen, nö, ich tausche nicht, ich mach den hier und lass zu, dass du sowas spielst. Und jetzt spielen wir eine Partie, wo wir die Dame auf dem Brett, hallo, wo wir die Dame auf dem Brett halten, sowas zum Beispiel. Ich wüsste aber nicht, warum er das machen soll, weil er liegt 6-3 vorne. Schwarz, Nepo muss was riskieren, nicht er, ja. Danke, Hammer Size. Danke. GM-Titel nehme ich erstmal gar nicht ins Visier, Ren Alex. Schritt für Schritt erstmal überhaupt ein Turnier wieder spielen. In der Stellung könnte natürlich auch Schwarz sagen, nö, ich tausche die Damen. Na, so. Sowas hier. Und dann Springer D6. Und dann sowas. Die Frage ist, hat Nepo überhaupt noch Bock zu spielen? So, ne? Er könnte auch sagen, ah, nee, ich will zurück nach Russland. Mütterchen Russland ruft, lasst mich in Ruhe hier mit eurer Sonne in Dubai. Ja, für Magnus ist es, für beide ist es safer, ins Endspiel zu gehen. Nein, es geht ja auch um die Turniersituation. In einer normalen Turnierpartie würde ich sagen, hätte Carlsen diese Variante nicht gewählt. Es geht um die Turniersituation, er liegt 3 vorne. Was soll er sich jetzt hier noch groß abmühen, ne? Mit größtmöglicher Sicherheit das Ganze nach Hause fahren. Fertig. Nein, den gesamten Kampf kann man nicht aufgeben. Das wird immer wieder seltsamerweise gefragt. Aber kennt ihr eine Sportart, wo man vorzeitig sagen kann, ich gebe jetzt auf, ich gehe jetzt vom Feld? Gibt's das? Pflaume Zimt, X-Mess Edition von Holy. Schmeckt echt zu geil. Werde ich mir morgen wieder gönnen. Aber nicht mehr als einen am Tag, weil da ist auch Koffein drin. Nicht, dass mein Blutdruck zu sehr steigt. Aber einen kann man sich am Tag gönnen. Ich hatte auch keinen Kaffee heute, keinen Tee, nix. Deswegen konnte ich das jetzt lecker genießen. Bei Verletzungen, ja. Hübner hat es gemacht beim Kandidatenturnier. Ja, stimmt. Stimmt, aber Hübner war natürlich ein Spezialfall, ne? Boxen, ja gut, Boxen. Wenn es nicht mehr, weil die Gesundheit auf dem Spiel steht, ne? Klar, sobald die Gesundheit auf dem Spiel steht, kann man natürlich aufhören, ist ja klar. Genau, das ist eine gute Frage von Alex, ne? Was passiert, wenn einer krank wird? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, weil wir hatten das noch nie. Ich kann mich nicht erinnern an eine WM in den letzten 20 Jahren, wo einer mal wegen Unpässlichkeit von einem auf den anderen Tag nicht konnte. Ich kann mich erinnern an den Kampf Arnand gegen Topalov 2010,
Hier, da war damals der Vulkan ausgebrochen in Island. Höfnarnödur, wie der hieß oder wie der heißt. Und dann fuhren die ganzen, dann flogen die ganzen Airlines nicht. Und dann drohten sie zu spät zu kommen anzukommen in Sofia. Und dann wollten sie das verlegen. Aber dann sind sie mit dem Auto. Haben sie ein Auto gemietet, ein großes Auto, einen großen Bus und haben es dann noch rechtzeitig geschafft. Eyjafjallajökull. So heißt, was? Eyjafjallajökull. Was ich vor YouTube gemacht habe, das könnt ihr alles problemlos googeln. Da werdet ihr viel finden. Ja, Vertragsstrafen vermute ich auch. So, Carlsen ist dran. Was würde ich hier spielen? Das Problem ist, ich kann den Damentausch nicht vermeiden. Wenn ich den Damentausch vermeiden möchte, dann mache ich das hier mit Weiß. Weil er hat ja Springer D2 gespielt, um dahin zu gehen. Also Springer F3. Jetzt hat Schwarz die letzte Möglichkeit, die Damen zu tauschen. Wenn er tauscht, dann kriege ich halt als erster meinen Läufer raus. Wobei das ist Quatsch. Es ist nicht als erster, weil ob ich den Läufer dahin ziehe oder dahin direkt, ist das gleiche letztendlich. Es ist gehopst wie gesprungen. Die Alternative hier ist, wenn ich den spiele, kann ich hoffen, dass Schwarz den spielt. Ich muss ja nicht nehmen. Wobei, es ist auch hier wieder gehopst wie gesprungen. Gut, ich kann Springer E5 spielen, ich kann dann nehmen und dann Läufer F4 oder so oder Läufer G5, Läufer E3, Hauptsache den Läufer raus. Lange Rochade und dann sowas anstreben mit den Damen auf dem Brett. Die Struktur ist aber total symmetrisch, die Stellung ist ausgeglichen. Es würde bei mir, ob ich es machen würde oder nicht, würde vom Gegner abhängen. Von der Turniersituation, das sind die Hauptkriterien. Springer F3 kam. Das sind die Hauptkriterien. Gegen welchen Gegner spiele ich? Und wie ist die Turniersituation? Ja, gegen einen schwächeren Spieler zum Beispiel würde ich sagen, nee, lieber ohne Damentausch. Lieber die Damen auf dem Brett halten. Fazit, in dieser Stellung ist alles egal. Es ist im Prinzip, ja, jetzt hat Nepo getauscht, ne? Er hat getauscht, was ich gesagt habe, ne? Und jetzt Läufer D6, ne? Läufer D6, das habe ich schon gesagt. Und genau das ist gekommen. Wir haben keine 5.800 Zuschauer. 2.000 haben wir. Das wundert mich heute gar nicht, dass wir weniger Zuschauer haben. Es ist mitten in der Woche, die Leute müssen arbeiten. Und ich sehe auch bei den anderen Übertragungen, da sind auch weniger Zuschauer als sonst. Eindeutig, es hat mitten in der Woche. Das Match ist auch so ein bisschen entschieden, muss man sagen. Dann sagen die, Feiertag? Wo ist denn Feiertag? Und dann sagen die Leute natürlich von sich aus, ich habe heute Betriebswahl. Oh, das ist doch schön. Aber Feiertag? Dann werden sowieso weniger Leute zuschalten, ne? Ist ja klar. Das ist so wie bei einer WM Fußball irgendwie. 80. Minute läuft, Deutschland liegt irgendwie 3-0 vorne im Finale. Da schalten die neutralen Zuschauer auch viele ab, ne? Ist ja klar. Die gucken sich auch nicht bis zum Ende an. Okay, sagen wir jetzt nicht Finale, irgendein anderes Spiel halt, ne? In Österreich ist Feiertag. Okay, wusste ich nicht. Liebe Grüße nach Österreich, meine Lieben. Vielleicht hat jemand Bock, aus Österreich nach Hamburg zu kommen im Januar. Wien? Hamburg, Direktflug, gibt es da bestimmt was Preiswertes. 22. 23. Januar. Meet the Greek. Großes Event. Maria Empfängnis. Okay. Nee, Maria Empfängnis in Österreich. Bei mir ist keine Empfängnis. Da ist eher Meet the Greek. Im Januar, 22. 23. Januar. Meet the Greek. Großes Programm. Samstag, Sonntag. Lecker Essen. Nicht alkoholische Getränke. Volles Programm, 2 Tage lang. Viele Geschichten, sehr unterhaltsam und lehrreich natürlich auch für schlappe 200 Euro. WM schaut man wegen TBG und nicht wegen Carlsen, Nepo oder der Spannung. Ja, weiß ich nicht. JKX Gaming, weiß ich nicht. Wenn das so wäre, dann müsste ich ja immer 2000 Zuschauer haben oder 4000. Ich hatte 4.500 Zuschauer. Aber an meinen normalen Streaming-Abenden habe ich immer so 300 bis 700 Zuschauer, je nachdem, was los ist, was ich mache.
WM guckt man auch wegen Carlsen, das stimmt. Wir Ösis dürfen zurzeit nicht mal vernünftig vor die Tür. Da ist Hamburg weit entfernt. Ja, in Hamburg dürfen wir raus. Komm, komm rum. Naja, wer weiß, was im Januar ist, ich weiß es nicht. Da, Fossabot lenkt es, bringt es hier. Bit.ly, Meet the Greek, 22. 23. Januar. Die Ausschreibung findet ihr da drunter. Wenn es für euch was ist, checkt's mal. Ist das erste Meet the Greek. Mit Fotos, mit Interview, mit Q&A, mit Spielen gegen mich. Lauter Geschichten von TBG. Ich lasse mir bestimmt viele nette Sachen einfallen. Ich kenne mich. Ist auf 30 Leute begrenzt. Wenn es nicht stattfindet, wird komplett erstattet, der Betrag. Nepo wirkt so freundlich. Beides. Was denkt denn der Carlsen so lange nach hier? Das ist so eine langweilige Stellung. Rochade hier. Was denkt der denn hier nach? Man kann über Springer D3 nachdenken, den schlechten Läufer tauschen. Ja. Le Repis, der TBG gehört bei uns zu Hause schon. Ja, genau. Ob es TBG wirklich gibt. Ich verstehe nicht, was er so lange nachdenkt. Man kann Springer D3 machen hier. Ich muss euch ja noch ein bisschen was beibringen hier. Komm. Die Rapid- und Blitz-WM wurde abgesagt? Julis Tochter? Stimmt das? Oh, das ist eine krasse Nachricht. Okay, Rochade hat er gemacht, ne? Das Julis Tochter, du darfst keine Links posten. Sag mir, wo du es gelesen hast, aber du darfst keine Links posten. Hikaru ist total entsetzt. Ja, glaube ich. Kannst du vom Liveboard den Sound einschalten? Habe ich das nicht? Stimmt, habe ich nicht. Ist jetzt an? Ich weiß nicht. Das verstellt sich jedes Mal, ohne dass ich da was für kann. Man darf mich auch anfassen, natürlich. Aber nur mit dem kleinen Finger. Hab's auf Twitter gesehen, okay. Okay, das ist krass. Also, ich will euch noch ein bisschen was erklären hier, damit ihr auch was lernt und nicht nur meinem dummen Geschwafel zuhört. Und meiner Werbung lauscht hier. Holy, TBG im Januar, Meet the Greek, dies, das, Steel Series. Welche Läufer sind hier gut und welche sind schlecht? Ihr müsst auch was lernen. Hört jetzt genau zu. Für 2 Minuten genau zuhören, was ich sage. Danach könnt ihr wieder pennen gehen. Das hier ist eher der schlechte Läufer für Weiß und das ist der gute Läufer für Weiß. Das hier ist der schlechte Läufer, der gute Läufer für Schwarz und das ist der eher schlechte Läufer. Warum? Machen wir mal einen Zug C6. Wir haben hier die Bauern auf Schwarz. Bei Weiß, dieser Läufer hier, der wird eingeschränkt durch diese Bauern. Das heißt, ich möchte ihn über F4 gegen den guten Läufer tauschen. Läufer F4. Tausch, tausch. Dann bleibt er potenziell, der Schwarze, auf seinen schlechten weißfeldigen Läufer zurück. Also er macht sowas. Und ich habe einen guten Läufer, der tendenziell, wir haben Züge, Rochade, Läufer D3, mache, komme ich gleich zu. Dann habe ich tendenziell einen guten Läufer gegen einen schlechten Läufer in solchen Stellungen. Ich habe jetzt natürlich ein paar blöde Züge gemacht. Hier, so, so, so. Ne? Und das hier zum Beispiel ist eher eine Stellung, die tendenziell besser ist für Weiß. Aber nur so ganz minimal. So ein hauchdünnes Scheibchen Schinken, halt, ne? Den man so schneidet und von dem man nichts mehr sieht. Einfach nur in den Maul wirft. Ich rede Blödsinn wieder. Zurück zur Partie. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Warum? Das hängt ganz stark davon ab, wo die Bauern stehen. Ja? Und die Bauern bestimmen häufig, die Bauernstruktur bestimmt häufig, welche Läufer gut sind und welche Läufer schlecht. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es kam Läufer D3, ne? Läufer D3. Rochade Läufer D3. Ja. Ja, der Läufer kann natürlich nach G4, aber ich würde dann sowas wie Springer E5 machen. Also zum Beispiel könnte Schwarz jetzt auf die Idee kommen, Läufer G4 zu spielen hier. Ich denke, dann kommt aber Springer E5 direkt. Ne? Und Schwarz möchte natürlich nicht sein Läufer abgeben, Läuferpaar abgeben, sowas zum Beispiel hier, ne? Sowas hier. Okay, man müsste auf diesen Bauern aufpassen hier. Ist nicht ganz so klar, wo der hingeht, aber hier habe ich H3.
Und der Läufer hat keine Felder, ne? Also da kann er nicht hin, da kann er nicht, der kann da hin. Und hier kann ich ihn nehmen und kann F4 spielen. Es kam Turm E8. Und so eine Stellung mit dem Läuferpaar ist einfach etwas besser für Weiß. Das macht man nicht mit Schwarz. Tendenziell. Es ist keine große Sache. Schwarz macht erstmal Turm E8. Stinknormale Züge. Nepo denkt auch nicht besonders lange nach, ne? Also wie viel Zeit hat er verbraucht für die Partie bisher? Noch nicht mal 10 Minuten. Während Carlsen schon 40 Minuten verbraucht hat. Carlsen viel konzentrierter, viel mehr bei der Sache irgendwie, ne? Gönn dir die Mail erstmal. Ja, das war wichtig. Und weil ich heute alleine bin, muss ich ein bisschen mehr Multitasking machen. Und ich habe auch nur einen Mod heute am Start. Es kam Turm E1. Jetzt passiert im Prinzip genau das, was ich erwartet habe. Es wird jetzt viel getauscht. Und wir haben die Kanalwette heute. Wird die Partie länger als 40 Züge dauern? Oder wird die Partie genau als 40 Züge dauern? Das wird knapp. Heute ohne Gast, genau. Heute alleine. Ja, vielleicht wird Nepo ungeduldig, genau. So, den letzten Schluck erstmal hier weg aus der Pulle nehmen. Nicht schlecht werden lassen. Ich müsste jetzt aber mit Wasser nachfüllen, ehrlich gesagt. So. Heute muss ich gar nicht viel aufschreiben, weil es kommen nicht so viele. Doch, ich hatte heute einen Superspender, den Adri 1880, der ist gerade beim Essen, mit 50 Subs. Danke, Dr. Schach. Schwarz könnte jetzt hier tauschen, dann ist schon mal einer der Türme weg. Dann Springer E6. Greift hier den Springer an zweimal. Tauschen, tauschen. Dann hier sowas, sowas, sowas. Was war das denn jetzt? Ich glaube, es gab eine fehlerhafte Übertragung, ne? Ja, es gab mal wieder eine fehlerhafte Übertragung. Turm E1 kam. Turm E1, wie ich gesagt habe. Das hat er hier genommen. Weiß muss wieder nehmen, natürlich. Dr. Schach, 5 Gifte Zaps. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Merkt euch schon mal vor, nach der WM werde ich einen großen Sub-Abend machen. Bedeutet, da werde ich nur gegen Subscriber spielen. Das heißt, da habt ihr alle die Chance, gegen mich zu spielen, ja? Ich kann euch mal schon mal, wenn ihr wissen wollt, wann das sein wird, es kam Springer E6. Es kommen genau die Züge, die ich erwarte, ne? Weil das ist auch keine besonders schwierige Partie hier. Die könnte ich wahrscheinlich sogar zu Ende spielen. Ich werde in der Woche, also wenn die WM schon am Samstag vorbei ist, werde ich direkt nächste Woche in der 50. Kalenderwoche einen Stream machen, vielleicht am 16. Spätestens aber in der 51. Kalenderwoche, am 21. Dezember oder 22. Dezember vor Weihnachten. Es wird viel getauscht. Genau das, was ich gesagt habe. Ne? Springer E6. Nimm, nimm. Jetzt haben wir die Stellung auf dem Brett. Genau das, was ich gesagt habe. Ne? Es ist auch nicht besonders schwierig, weil ich rechne damit, dass jetzt sowas passiert. Sowas, sowas, sowas. Dann geht der Turm rüber. Sowas hier. So, 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 so. Ich bin mir sicher, dass das hier passieren wird. Das wird ein Remis. Ich subbe, um dich abzuziehen. Ja, Jamie Blanco, bis jetzt hast du mich nicht gesubbt. Ich bin hier, ja, ja. Oh, es kam aber G3. Oh, G3 gefällt mir richtig gut. Nicht Springer F3, G3 gefällt mir gut. Karls ist natürlich besser als ich. Die Idee ist natürlich sowas hier. Springer G2, Läufer F4. Und dann, wie ich euch schon gesagt habe, den tendenziell schlechten Läufer gegen den guten Läufer von Schwarz tauschen.
Der Tweet mit der abgesagten Blitz-WM wurde inzwischen gelöscht. Okay, danke, Mr. Flamingo. Warten wir ab. Vielleicht findet es ja doch statt. Ja klar, Dr. Schach. Es gab WMs, die waren noch viel klarer. Also bei den ersten WMs, ne, glaube ich. Da war irgendwas, was total klar war. Ist G3 eine kleine Kampfansage? So eine Mini-Kampfansage. Springer G2, Läufer F4 ist die Idee. Wenn Schwarz überlegt, ich will jetzt mal nur, ihr macht jetzt mal alle mit. Wie könnte Schwarz seinen tendenziell schlechten Läufer gegen diesen guten Läufer von Weiß tauschen? Versucht euch mal in die Stellung hineinzuversetzen. Wie kann er den Läufer tauschen gegen den hier? Natürlich nicht so. Ach, da gehen ja keine Pfeile hin. Wie kann er den tauschen? Das geht natürlich nicht sofort. Ah, Donbur, schön, dass du auch da bist. Das ist schon mein zweiter Mod. Springer H5? Nö. Was soll er da? Ich will den Läufer tauschen. Wie kann ich den Läufer tauschen? Manche nennen ein Feld, manche nennen Felder. Das muss natürlich eine realistische Möglichkeit sein. Nee, C5? Warum C5? Nö. Springer G2, E3, Läufer E5. Nein, doch nicht weiß. Schwarz. Wie kann Schwarz, Sebastian, den Läufer tauschen? Wie kann Schwarz den roten Läufer gegen den grünen Läufer tauschen? Ja, Schwarz, das gibt's doch nicht. Also die Idee, die ich hatte, war so, den Läufer so zu tauschen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber G6 macht jetzt Nepo. Und der hat jetzt also den gleichen Plan, ne? So, so, so. Totale Symmetrie, ne? Totale Symmetrie hier, die wir sehen. Gucken wir uns das mal an. So, so, so. Ah, gibt aber ein kleines Problem, ne? So, so, so. Okay, ich decke den. Also das hier könnte Weiß noch ein bisschen weiterspielen, vielleicht. Wegen Läufer gegen Springer. Hier könnte ich als... Das Dumme ist, der Läufer ist angegriffen. Ich kann nicht so ohne weiteres weg, weil muss ja nicht sein, dass ich hier mit so einem Doppelbauern spiele. Ich könnte hier C6 erstmal spielen. Ja, C6 ist logisch. Turm E1. Ja, aber gibt ein kleines Problem hier. Wenn ich hier tausche, dann muss ich Springer G7 spielen erstmal, um den zu decken. Also es könnte auf dieses Endspiel hinauslaufen. Ich sehe letztendlich sowieso keine Möglichkeit für Weiß. Es kam Springer G2. Also sehr, sehr logisch. Die Idee ist Läufer F4, wie ich gesagt habe, um den schlechten Läufer abzutauschen. Du kannst auch schiefe Pfeile machen, wenn du mit gedrückter rechter Maustaste... Ah! Was ist das denn? Da muss man aber vom Brett verschwinden, ne? Was ist das? Das ist ja komisch. Dann muss ich vom Brett verschwinden und dann wieder reingehen. Und dann macht er überall hin die Pfeile hin. Geil, danke. Wusste ich nicht. Na gut. Könnte Schwarz Ideen. Nee, ist kein Bug. Glaube ich nicht. Bei Leeches gibt es keine Bugs. Ist eine super Seite. Jetzt Turm E8. Doch nicht Springer E8, Springer G7. Turm E8. Ja, ändert nicht viel, ne? Also, das ist hier... Ich glaube, ich habe heute früh Feierabend hier. Dann wird das eine schnelle Analyse. Dann wird das eine schnelle Analyse. Alleine heute. Ist halt so. Was wollen wir machen? Die WM ist mehr oder weniger entschieden. Ich will jetzt nicht hier künstlich ein Drama aufbauen. Ich glaube, es ist einfach entschieden. Und danach mache ich das Video für YouTube.
Wir sind bei Zug 18 jetzt. Also, ich glaube, wir schaffen keine 40 Züge heute. Happy Face, danke dir. Es war ein ordentliches Programm, denke ich. Inzwischen geht es so ein bisschen. Was ich schade finde, ist, dass ich wahrscheinlich Sonntag nicht mit Elisabeth Petz streamen werde. Ich hatte sie eingeladen und ich hatte zu Beginn der Sendung gesagt, dass sie unglaublich viel zu tun hat nach dem Grand Swiss in Riga. Muss sehr stressig für sie gewesen sein. Kann ich mir vorstellen, weil es war für mich auch teilweise sehr stressig vor der WM, weil so viele Anfragen kamen. Aber ich bin mir eigentlich inzwischen sehr sicher, dass wir spätestens Samstag durch sind mit der Nummer hier. Das bedeutet, dass ich nur noch Freitag mit Niklas noch ein bisschen streamen werde, Niklas Huschenbeet, und Samstag mit einem meiner besten Freunde Sebastian Siebrecht, Großmeister Sebastian Siebrecht. Was ist mit Kugelbuch? Weiß ich nicht. Ich glaube, der lebt in Berlin so vor sich hin. F3. Okay, macht Platz für den König. Ja. Ja, Partybus 25, bestimmt. Partybus. Meine Gäste waren alle super, finde ich auch. Alles vom Topspieler bis zum Autor dabei gewesen. Ja, hauptsächlich Topspieler, ne? Ja, mit Elisabeth kann man natürlich auch sonst streamen, aber jetzt dieses Jahr sowieso nicht mehr. Ist ja auch bald Weihnachten. Sub-Battle mit Kugelbuch würde ich auch mal gerne wieder machen, gar keine Frage. Ich habe noch nie gegen Magnus verloren, ich auch noch nicht. F3 macht Platz für den König, ne? Weiß kontrolliert hier die ganzen Felder auf der vierten Reihe. Das ist ganz gut. Das heißt, die schwarzen Figuren haben keinen Zutritt hier, ne, auf diese Felder. Aber das ändert nicht viel, ne? Also ich sag mal so, Carlsen kann so ein Endspiel natürlich noch auf Gewinn spielen, sei gar keine Frage. Er könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, sowas wie König F2 spielen und dann Läufer tauschen irgendwann und dann eventuell G4, H4, ne? G5, die Bauern pushen am Königsflügel. So würde ich es probieren gegen einen schlechteren Gegner, nominell schlechteren Gegner. Um es mal plastisch zu machen, irgendwie sowas, ich mache irgendwelche Züge, dann G4. Und dann kriegt Weiß hier so ein bisschen Initiative. Natürlich kann Schwarz aber gegenhalten mit H6 zum Beispiel. Ne? H4 hier und dann schon mal ein bisschen was tauschen. Abwarten hier so, bum, bum. Der Springer kann umgruppiert werden, ne? Und der Läufer wird dann über F5 getauscht, weil ich das Feld hier abgebe. Die offene H-Linie bringt mir sowieso nichts. Ne? Und dann kommt der Läufer hier, wird getauscht. Die H-Linie bringt hier sowieso nichts. Ne? Es wäre nur von Vorteil, wenn Schwarz hier sich extrem passiv verhalten würde. Ne? So G5 hier. Auch das aber auch, ne? Auch das ist zu wenig. Dann kommt sowas hier. Was will ich mit der Hand? Was will ich hier? Es bringt alles nichts. Also es ist zu wenig, sagen wir es mal so. Sieht besser aus, als es ist. Ich würde von Schwarz jetzt sowas wie C6 erwarten, um hier den Bauern zu decken, ein weiteres Mal, die Struktur zu festigen. König G7 ist ein Zug. Bei Lichess ist die Einstellung Pfeile markieren immer mögliche Züge, kann man ausstellen, dann gehen immer alle Pfeile. Okay. Ja, Blanda wird sehr viel im Schach gebraucht, genauso wie im deutschen Patzen. Ich denke, ja, wenn man gewinnen will, natürlich, Sebastian, dann hätte man eher Sizilianisch spielen müssen heute, nicht Russisch. Ne? Russisch ist keine Kampfansage, Russisch ist eher eine Ansage zur Friedenspfeife. Warum will man falsche Pfeile malen? Nein, zum Beispiel, wenn ich sage, der Läufer, keine Ahnung, soll diesen Bauern, nee, soll nach A4, dann muss ich ja irgendwie erstmal hier sowas machen. Ne? Ich möchte ihn nach A4 stellen. Wie schaffe ich es, den Läufer nach A4 zu stellen? Sowas zum Beispiel. Das ist eine Aufgabe für Kinder zum Beispiel. Ne? Ja, über D7 nach A4. Das ist alles. Dazu muss ich aber die mit der rechten Maustaste aus dem Brett hinaus und dann kann ich die Pfeile überall hin machen. Das finde ich schon ganz cool gemacht von Lichess. Ist ganz cool. Russisches stilles Remis-Angebot, genau. Nepo denkt ziemlich lange nach jetzt zum ersten Mal.
Wir können ja mal versuchen herauszufinden, worüber er so lange nachdenkt nach F3. Ihr werdet jetzt auch immer sehen, die Engine zeigt in solchen Stellungen immer einen kleinen Vorteil für Weiß an. Sowas wie 0,2, 0,1. Das ist aber alles sehr, sehr theoretisch, ne? Also es ist nicht wirklich ein Vorteil. Schwarz kann im Prinzip hier machen, was er will. Es ist alles ausgeglichen. Also er kann kaum blundern hier. Läufer H3 wäre auch eine Idee, ne? Hier den Läufer gegen den Springer tauschen vielleicht. Weil der Läufer ist tendenziell schlecht. Und wenn ich den Springer hier tausche, dann kann der Läufer über F4 nicht getauscht werden gegen ihn hier. Dann hätte Weiß aber das Läuferpaar. Das ist interessant. Eine weitere Idee übrigens, ich hatte gesagt, darüber geht's nicht, aber er kann über H5 auch nach G7, ne? Außerdem deckt er hier das Feld F4, sodass Läufer F4 nicht möglich ist. Zum Beispiel so, so und dann Läufer F5. Aber dann könnte Weiß überlegen G4, wobei G4 geht hier nicht wegen Läufer schlicht H2. Oh, dann hätten wir genau wie gestern, dann sperren wir den Läufer ein mit F4. Aber hier geht Läufer G4 so und dann Turm A1. Ja, so, und dann Läufer G3. Naja, das ist, glaube ich, Quatsch, was ich hier mache. Dann spielen wir doch mal Läufer D2 hier zuerst. So, und jetzt G4 eventuell, damit der Läufer nicht getauscht werden kann über F5. Das wäre eine Möglichkeit. Es kam übrigens Springer H5 hier. Wenn ich kurz mal nachdenke, dann sehe ich auch mal ein paar vernünftige Züge und mache nicht irgendwas. Springer H5. Deckt en passant dieses Feld. Läufer F4 ist jetzt nicht möglich. Läufer F4 wäre jetzt ein Fehler wegen dem hier. Und dann hätte Weiß natürlich eine kaputte Bauernstruktur. Das machen wir nicht. Und eine weitere Idee ist halt über G7 das Feld F5 anzuvisieren, sodass der Läufer über F5 gegen den Läufer getauscht werden kann. Mit Schwarz, wenn man auf Gewinn spielen will, eher sizilianisch auf E4 oder Karo Kann. Es geht aber eher tendenziell, genau, du hast das Wort tendenziell benutzt. E5, man kann mit jeder Eröffnung auf Gewinn spielen. Nur die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich höher bei sizilianisch zum Beispiel auf erstens E4 mit sizilianisch. Man kriegt ja direkt eine asymmetrische Stellung und asymmetrische Stellungen tendieren natürlich deutlich mehr einen offenen Kampf hervorzurufen als symmetrische Stellung wie hier. Ne? Huhu. Die WM wird natürlich auch Elo ausgewertet. Klar, das wird auch immer wieder gefragt, erstaunlicherweise. Ist ein offizielles Turnier natürlich. Shadowwalker, ja. Schreib irgendwas rein, dass du aus dem Twitch-Stream bist, ne? Gibt da keinen besonderen Satz. Nur wenn jeder den Standardsatz nimmt, wenn er in mein Lichess-Team will, dann weiß ich häufig nicht, wer ist dahinter, ne? Ich nehme in der Regel, weil es ein deutschsprachiges Team ist, ich zeige euch das mal hier, mein Team of the Big Greek Aficionados auf Lichess. Wir sind schon 10.000, fast 11.000 Mitglieder. Achso, da sind schon Leute. Lord Barut, nehme ich an. Sehr langer Text hier, nehme ich gerne an. Zum Beispiel, er hat hier den Standardsatz genommen, aber einfach der Profi, gehe ich mal von aus, ist auch deutsch, ist ein deutschsprachiges Team. Bei manchen Spielern, die ganz woanders herkommen, nehme ich sie manchmal nicht an, weil ich schreibe ständig alles auf Deutsch. Auch meine Nachrichten, die können sie natürlich nicht verstehen. Mikro ist nicht aus. Wieso ist Mikro aus? Mikro ist nicht aus. Über deine Einstellungen, Unterpunkt Spielverhalten. So, Springer H5, der letzte Zug. Wie gesagt, eine Idee ist hier Läufer F4 entgegenzuwirken. Die andere Idee ist über Springer G7 den Läufer zu tauschen. Viel mehr Ideen sehe ich nicht. Joe Luke, danke für den Joe Luke. Jean-Luc gab es wahrscheinlich schon. Deswegen Joe Luke, danke für den Sub.
Das ist alles Lichess hier, die Plattform. Ja, den Nickname auf Lichess kann man aus irgendeinem Grund nicht ändern, weil der im Code festgeschrieben ist, habe ich irgendwo mal gelesen. Ist ein bisschen schade, ne? Genauso kann man die Namen der Teams nicht ändern. Das ist ein bisschen bescheuert. Ich würde mein Team gerne umbenennen, geht aber nicht. Ich habe damals The Big Rig Aficionados genommen. Aficionados heißt auf Spanisch Fans. Ist ein ganz bekanntes Wort im Spanischen. Ist natürlich so ein bisschen sperrig. Ich weiß nicht, warum ich nicht ein anderes Team, aber was hätte ich denn nehmen sollen? The Big Greek Team? Weiß ich nicht. Fans. Ja, nee, Fans finde ich immer so ein bisschen anmaßend. So als ob alle Leute, die in meinem Team sein möchten, Fans sind. Nee, finde ich nicht okay. Team The Big Greek hätte ich nehmen können. Team TBG. Irgendwie sowas. TBG Community, ja. Ja, TBG Community. Aficionados verstehen viele nicht. Egal. Ist jetzt so, wie es ist. Ich kann es eh nicht ändern. TBG Club. Ja. Ich muss nur meine Community fragen. Dann kommen genug gute. The Big Greek Crew. Ja. Spatiaten. Die Spatiaten, ja. Warum hast du andere Pfeile? Ja, ganz einfach. Grün benutze ich immer für ziehen. Rot benutze ich immer für Drohungen, für Schlagen. Gelb benutze ich für Drohungen. Ne? Zum Beispiel, es kam übrigens König F2. Das sind so die. Grün benutze ich für ziehen, rot für Schlagen, gelb für Drohungen. Finde ich sehr logisch. Na, ich habe keine Jünger. Wenn ich Jünger hätte, dann wäre mein Seminar am 22. und 23. Januar schon ausgebucht. Meet the Greek am 22. und 23. Januar in Hamburg in Kooperation mit der Schachschule Hamburg. Wenn einer der Mods am Start ist, bitte den Link direkt wieder posten. Dann könnt ihr die Ausschreibung lesen. Mr. Robberschlau, klar. Muss sich nur bewerben. C6, totale Symmetrie. Ich weiß, blaue Pfeile gehen auch, aber das ist mir dann zu viel. Vier Farben brauche ich nicht. Drei reicht. Ich glaube, damit bin ich schon gut unterwegs. So, ich glaube, wir nähern uns dem unausweichlichen Ende zu, dieser Partie. Peu à peu, Schritt für Schritt. So, G4, ja, G4 kann man jetzt hier machen. Den hier vertreiben. Springer G7 und jetzt Läufer F4. Das erwarte ich hier. Das würde ich spontan spielen. Das hier. Dann so, 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 so. Und ja, aber das Endspiel ist ein bisschen besser für Weiß, aber es ist wahrscheinlich Remis. Also zu 99%. Wir haben den besseren Läufer. Es ist aber zu geschlossen. Das kann man nicht gewinnen, glaube ich. The Balkan Dog, melde dich doch einfach an. Das Geld, also wenn es nicht stattfindet, dann bekommt jeder zu 100% das Geld zurücküberwiesen. Das heißt, man kann kein Geld verlieren. Es gibt auch keine Gebühr, die abgezogen wird. Sagst du, ab wann weniger als 20 Anmeldungen kommen? Warum? Nö, weiß ich nicht. Und wir werden noch nicht bis zum letzten Moment warten, ob es stattfindet, ne? Und wie gesagt, ihr kriegt das Geld zurücküberwiesen, wenn es nicht stattfindet. Also ihr könnt nichts dabei verlieren, außer ja, ein bisschen Zeit, ne? Oder dass eure Planung ein bisschen durcheinander kommt oder so. Aber keine materiellen Verluste, ne? Und es ist offen für alle. Alle Spielstärken, tolles Programm. Hamburg ist für mich nicht weit weg. Mal sehen, ob mir der Weihnachtsmann das Meet the Greek sponsert. Kutoffel 44. Ja, aber die ersten 30, die sich anmelden, nur für die ist es garantiert, ne? Naja, man gibt seine Daten an dich ab. Nee, nicht wirklich. Weil es läuft über die Schachschule Hamburg und nicht über mich persönlich. Und was soll ich mit euren Daten?
Hallo, bin ich Facebook? Bin ich Google? Was soll ich mit euren Daten? Diese Datenschutzgeilheit in Deutschland finde ich auch immer wieder echt erstaunlich, muss ich sagen. So, es kam genau das, was TBG gesagt hat. TBG ist gut drauf heute. G4, Springer G7, Läufer F4. Es ist klar, dass es kommt. Identitätsdiebstahl. Königsbauer, ja, dann tritt ihm noch bei. Schreibt einen Satz dabei und dann wirst du angenommen. Ja, klar gibt es Teamturniere auf Leeches. Auf Leeches veranstalte ich jeden Samstag die Sparta Arena, seit über einem Jahr schon, anderthalb Jahre. Wir sind schon bald bei der 90. Auflage, jeden Samstag. Jeden Dienstag eine tolle Schweizer Systemturniere. Sparta Grand Prix, da sind wir auch schon bei dem 80. Auflage inzwischen schon. Also wir haben wirklich eine Konstanz, die seinesgleichen, die ihresgleichen sucht. Und das seit anderthalb Jahren. Jeden Dienstag, jeden Samstag Turniere, teilweise mit Preisen auch, ne, die ich verschenke. Gibt es ein Special bei der 100? Ja, das definitiv, Fabioski, davon kannst du ausgehen. Das ist ja wohl klar. 100. Sparta Arena wird irgendwann im Februar sein, ne? Irgendwann Februar, März. Es kam, Leute, die spielen genau das, was ich gesagt habe. Ne? So, jetzt ist der Läufer angegriffen. Ich erwarte jetzt Läufer D7, dann Springer E6 und dann werden die Springer getauscht. Der Ratingschnitt, was mal wo? Bei den Arenen, da kann jeder mitmachen. Da kann jeder mitmachen. Offen für alle. So, jetzt trinke ich noch ein bisschen Wasser hier. Le Petit, ja, danke dir. So, es kommt genau das, was ich gesagt habe. Diese Partie ist todlangweilig. Ich glaube, ich gebe auch die Analyse zu dieser Partie wird auch genau 8 Minuten 30 lang sein, damit ich Werbung schalten kann. Weil unter 8 Minuten kann man keine Werbung schalten. Wusstet ihr das? Nein, also meine Videos sind ja in der Regel immer so 10, 20 Minuten lang. Aber viel länger als 10 Minuten wird die Analyse nicht gehen, weil was soll man hier groß analysieren? Teamturniere, dass mein Team gegen andere. G5. Okay, was ist das denn für ein Zug? Ah, schöner Zug. Die Idee ist, wenn er hier nimmt, so, und dann kommt der Springer hier rein. Nice. Das will, G5 finde ich ein schöner Zug von Nepo, gefällt mir. Hat aber einen kleinen Nachteil. Nee, hat er gar nicht. Also G5 gefällt mir richtig gut. Da kommt nochmal so ein bisschen Spannung rein. Werbung anschauen, das Sub des kleinen Mannes. Wann kommt dein Kochstream? Wieso mein Kochstream? Ich habe ja schon einen Tzatziki-Stream gemacht. Mein 100k YouTube-Stream, den habe ich ja gemacht schon. Und da habe ich einen Tzatziki gemacht. Live. Gyros Kochstream. T-Tomek, du bist doch nicht zu alt dafür, das ist Quatsch. Niemand ist zu alt für irgendetwas. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Der Turm hängt. So. Nee, der Bauer hängt. H6. Mann, ich lasse ständig den Turm hängen. So. Was hiermit? Ja, das ist besser für Weiß, ne? Da muss ich aufpassen, oder? Okay, man kann das hier noch einstellen. Was ist mit Springer E6? Kann er hier Springer E6 trotzdem spielen? Ich will jetzt mal so ein bisschen die Stellung analysieren, weil G5 ist ein interessanter Zug. Sowas. Aber ich kann mit Turm E1 den Springer erstmal fesseln. König F8 geht noch nicht wegen Läufer schlicht H7. Ich kann natürlich den Springer zurückziehen, ne, und die Türme tauschen. Und dann den Springer wieder zurückziehen. Na, aber hier würde ich gerne, kann ich den. Also, das sieht ein bisschen besser aus für Weiß, wenn ich ehrlich bin.
Ja, nichts Besonderes, aber sowas zum Beispiel. Naja, es muss Remis sein, weil der König nirgends reinkommt. Die Sache ist, wenn ich den Läufer nicht nehme und zum Beispiel zurückgehe, mit der Idee, das Feld F5 zum Beispiel zu. Das Feld F5 zu kontrollieren hier, kann Schwarz selbst F5 spielen, ne? Es droht so ein bisschen F4 mich einzuschnüren, schnüren. Aber wenn ich nehme, dann habe ich hier schwache Bauern. Sehr interessant. Ich glaube, er muss nehmen. Springer E6. G5 ist ein interessanter Zug hier. Was ist mit Springer H3? Nicht gut. H6 einfach und dann F5 im nächsten. Der Bauer hängt hier, ich kann keinen F4 spielen. Der Springer steht hier schlecht am Rand. Redet ihr schon wieder über die Werbung? Datenschutz. Glaubst du, dass Nepo nach Spiel 6 mental zusammengebrochen ist? Ja, ich glaube, er ist mental und physisch sowieso nicht so fit wie Carlsen. Ich muss mal gleich auf Toilette, Leute. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass die Partie gleich zu Ende ist, wenn ich schon auf Toilette bin. Ich werde mal kurz auf Toilette gehen. Ich habe kurz gelesen, was im Chat stand. Ich rechne hier mit, also Springer E6 ist aus meiner Sicht sehr, sehr ausgeglichen mit 99% Remis-Tendenz. Wenn Carlsen nach G5, sorry, hier, wenn Carlsen kämpfen möchte, Springer G2 ist der logische Zug. Jetzt habe ich das ausgestellt, jetzt kommen meine blöde Pfeile. Springer G2. Aber Springer G2 gefällt mir nicht so gut wegen F5 hier. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist nach E2 gegangen. Okay. E2 ist eine ähnliche Idee über G3, das Feld F5 zu kontrollieren. Aber hier wird Schwarz F5 spielen. Also irgendwie, ich hätte genommen auf E6, wenn ich ehrlich bin. Läufer umgruppieren nach H3, hä? Hier, mach doch den hier. Also ich rechne fest mit H5 hier. Und dann gehe ich nochmal auf Toilette. Na, ich geh jetzt auf Toilette, sorry, weil ich muss dringend. Ich rechne fest mit F5. Ich lasse den Bauern da stehen und bin mal für 5 Minuten weg. Bis gleich. Kevin, ist klar. Okay, bis gleich, ich bin sofort wieder da. So, schon Remis oder was ist los? F5, H3, König F7. Das ist die Stellung. Dann bin ich wieder. Meine letzten 5 Minuten waren auf jeden Fall spannender bisher als diese Partie hier. Also, ich hätte eher auf E6 getauscht hier mit Weiß. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Hier. Sowas hätte ich gemacht. Das ist halt. Er wollte ihm aber das Feld nicht geben, ne? Wieso too much information? Ihr wisst doch gar nicht, was ich gemacht habe. Jetzt hat Schwarz hat eine gute Version, finde ich jetzt, weil ich überlege gerade, was ihn an F4 von F4 abhält. La Volpe 05, danke dir mal lieber für den Sub. Habe ich irgendwas verpasst sonst? Nee. An Subs oder so? Nee. Doch, wissen wir. Nein, wisst ihr nicht. Gibt es eine kroatische Eröffnung? Nein. Geistbock? Scheiße, scheiße, ist gut, der ist gut. F4 hätte gewonnen für Weiß. Nee, ist klar. Marek, was? Du willst immer Scherze machen, ne? Hier, ne? F4, oder was? Hier? Jetzt kommen lauter Subs wieder rein. Messerbill, Mastery, danke für die Subs, Freunde. Nein, F4 ist, glaube ich, Quatsch, ne?
Ich will aber wissen, warum. Ich vermute mal deswegen hier. Und wenn der kommt, das ist ja das Logische. Es sieht so aus, als ob der Springer hier abgesperrt ist, aber dann habe ich ein Problem auf der H-Linie, ne? Oder Läufer G6 zuerst, und da kommt Läufer F7, Turm H1 vielleicht. Und ich habe ein Problem auf der H-Linie, ne? Und der Springer steht schlecht hier, ne? Hat keine Felder. Ja, F4 sieht nur gut aus, nee, sieht nur gut aus, aber sieht nur gut aus, aber schlecht. Den wird er erstmal da stehen lassen. Okay, König F7 kam. König F7. Was würde ich jetzt hier mit Weiß spielen? Chris-1VS, danke für den Sub. Naja, die WM ist verglichen mit den vergangenen zwei WMs auf jeden Fall nicht so hochklassig insgesamt, das stimmt schon. Es gab natürlich die sechste Partie, die herausragte. Aber insgesamt waren die letzten Weltmeisterschaften deutlich hochklassiger und spannender. Turm A1 von Carlsen. Ich versuche zu ergründen, was er vorhat. Ja, offensichtlich möchte er H4 spielen. Ja. Es kommt nochmal so ein bisschen Spannung auf hier in dieser Partie, weil, also Spannung erstmal auf dem Brett, durch die Konstellation hier und dem eventuellen Vormarsch dieses Bauern. Was ist hier mit H5? Geht das? Jetzt habe ich diese Funktion ausgestellt und jetzt mache ich aus Versehen immer falsche Pfeile. Ich glaube, ich stelle die gleich wieder zurück. Alireza muss erstmal das Kandidatenturnier gewinnen. Jeder, der ins Finale kommt, hat eine Chance, Weltmeister zu werden. Klar hat er eine Chance. Not Leo. Vielleicht den allerersten, Willem Steinitz. Das war es aber auch schon, glaube ich. Ich glaube, danach hätte ich keine Chance mehr. Also spätestens bei Capablanca ist definitiv Schluss. Lasker. Ist natürlich immer sehr schwierig, immer diese Vergleiche, ne? Es gibt so eine historische Weltrangliste, wo die Spielstärke der aller Großmeister historisch ermittelt wird. Ich weiß nicht genau, wie die das mathematisch machen. Und da haben auch Lasker Steinitz eine höhere Elo-Zahl als ich, aber ja, ist natürlich auch ein bisschen krumm, ne? Weil ich weiß natürlich deutlich mehr als die Jungs damals, logischerweise. Und würde natürlich Eröffnungen spielen, die, wo sie sich, wo sie keine Ahnung von hätten. Was ist mit dieser Stellung hier? Ich mache mal ein paar sinnlose Züge hier. Ist eine Möglichkeit. H5 finde ich interessant hier mit Schwarz. Um die Bauern alle aufzulösen am Königsflügel. Flap 10, danke für den Prime. Schöne Grüße aus Österreich, danke. Oberösterreich soll das wahrscheinlich heißen, danke. Sagen wir, Schwarz macht mal irgendeinen Zug hier, B6. Ist H4 ein Problem für ihn? Die Idee ist, wenn er da nimmt. Kann ich erstmal problemlos hier wieder nehmen und dann greife ich den Bauern zweimal an hier. Und hier so.
Gewinnt weiß erstmal einen Bauern, ja? Sowas, sowas, sowas. Schach. Das sieht gut aus. Das ist nicht, das ist schlecht für Schwarz. Also H4 ist eine kleine Drohung, ne? Man kann natürlich auch H6 spielen. Dann öffnet sich aber die Stellung. Er hat H6 gemacht tatsächlich. H6 hat er gemacht. Nicht H5. Ich hätte H5 überlegt. Ich weiß nicht, ob H5 geht, aber auf jeden Fall hätte ich H5 überlegt hier. H4, H6, da sind wir. Nein, wo sind wir? Turm H1, H6, da sind wir. Meine Güte. Ich hätte H5 auf jeden Fall überlegt. Okay, H6 kam. Sehr schnell von. Nepo spielt sowieso auch heute wieder extrem schnell. Wurde Stafford überhaupt schon mal im Profibereich gespielt? Nein. Stafford ist Blödsinn, Leute. Das, diese Stafford-Geschichte, ich weiß nicht, ob die. Irgendwann muss die doch mal ausgelutscht sein, oder? Auf Profiniveau ist Stafford einfach, ist im Prinzip so, als ob man sagen würde: Ich gratuliere Ihnen zum Sieg, Herr Müller. Schönen Tag noch. Kein Mensch spielt Stafford ab einem bestimmten Niveau. Giri hat das mit Weiß gespielt, nicht mit Schwarz. Das ist eine Online-Eröffnung. Zum Spaß. Hast du doch kommentiert. Genau. Giri hat das mit Weiß gespielt, nicht mit Schwarz. Also eine typische Online-Eröffnung, eine Spaß-Eröffnung zum Blitzen im Bullet und sonst nichts. Kann man auch außerhalb von deinen Streams gegen mich spielen? Ja, wenn du bereit bist, dafür zu bezahlen, klar. Ich habe übrigens eine Patreon-Seite, wo Leute mich unterstützen, supporten. Und da gibt es auch ein, zwei Leute aktuell, die auch bereit, die mir, ja, denen es wert ist, mich so zu unterstützen mit einem Betrag, dass sie auch privat gegen mich spielen. Aber ansonsten, nee, wie soll das gehen? Also es ist nicht so, dass ich über mehr Zeit verfüge als meine anderen Mitmenschen. Money Talks. Aber ich spiele ja in meinen Streams gegen euch, ne? Wenn ihr Subs seid, spielt ihr gegen mich in meine Streams. Ich meine, viel mehr kann ich doch gar nicht anbieten, oder? Oder habt ihr schon mal gegen Kugelbuch gespielt? Bietet Kugelbuch eigentlich an, gegen euch zu spielen? Oder ihr zockt einfach nur selbst immer, oder? Welcher Streamer spielt so viel gegen mich? Oder bietet so viel Spielen gegen sich an wie ich? Zeig mir das mal. Zurück zur Partie. H6. Ich hätte auch H5 erwartet. Der Zug ist möglich, aber H6 ist auch okay. Was passiert nach H4 jetzt? Dann wird hier genommen, ne? Das ist der Unterschied. Nehmen, nehmen. Und dann hier verlieren wir einen Bauern mit Schwarz, mit Weiß. Deswegen geht H4 nicht. Ein schöner Abwartezug von Schwarz. Deckt erstmal G5. H4 geht erstmal nicht. Ich habe studiert, ja. Im Stream komme ich aber nie dran. Du bist auch kein Sub, sehe ich. X Sleepy Hollow. Wenn du Sub bist, kommst du auf jeden Fall dran. Simultan spielen habe ich auch schon häufig gemacht. Schon super viele Simultans hier veranstaltet auf meinem Stream. H5 wäre nicht gut gewesen wegen GH5. F4? F4? Und wieso soll ich hier nicht nehmen? Ja, F4 ist interessant, gebe ich zu. Wobei ich glaube, dass es hier immer noch ausgeglichen sein sollte. Wegen den Geschichten. Also ich glaube nicht, dass das besser ist für Weiß. H6, es kam F4. Ui. Magnus. F4. Hat er das so gut durchgerechnet, dass es geht? Okay, die Idee ist offensichtlich. Nehmen, nehmen, nehmen und hier so nehmen, ne? Wobei das geht hier weiter. So, so, so. Ja, mit einem super aktiven Läufer hier, ne? Und dann König F. Ja, hier kommt aber Turm E3.
Ist das so klar? Hier bin ich mir nicht sicher. Was hat er dabei gerechnet? Wir müssen hier mal ein bisschen reinschauen, Leute. F4 spannend. Wolga-Gambit ist eine gute Eröffnung. Aber low expectation. Man kommt nicht so häufig aufs Brett. Was für ein Spieß. So, so. So, so. Ah, hier droht Läufer G6 Schach. Sorry. So, so, ne? Da behält er den Mehrbauern. Ich hätte es auch gesehen, aber ich gucke zu sehr auf den Chat. So. Ja. Dort Läufer G6. Und der Bauer G5 fängt auch noch, ne? Okay, das ist die Idee. Spannend. Trotzdem muss. Ja, interessant. Schlagen auf G4, schlagen auf A4. Gut, droht weiß irgendwas, auch nicht richtig, ne? Nö. Ist ja alles gedeckt. Im Prinzip kann Schwarz jetzt auch. Ja, ich möchte nicht König G6 spielen hier, ne? Weil das in die Fesselung reingeht. König G6 wäre logisch, um alles zu decken hier. Aber es läuft halt in die Fesselung. Hiermit bin ich auch nicht ganz einverstanden, weil hier drohe ich auf E6 zu schlagen und dann auf F5. Man müsste zurückgehen. Ah, das würde gehen, ne? Ist auch kein Problem. Ich könnte auch hier nehmen, zum Beispiel. Aber dann nehme ich. Ah, genau, ich könnte dann nehmen, weil wenn er nimmt, dann nehme ich hier. Er nimmt. Dann droht wieder Läufer G6 Schach. Ist ein bisschen unangenehm hier. Ich habe aber Läufer F5. Da bin ich mir nicht sicher. Nehmen, nehmen, Schach hier. Und wenn ich den Springer dazwischen stelle, der hier. Ich müsste Turm G8 spielen und jetzt kommt der König nach vorne. So. Und ist das gewonnen? Nee. Das ist Remis. Nein, ich lauf hier rein. Nee, ich habe die Opposition hier, ne? Noch habe ich die Opposition, aber es kann, also das könnte gewonnen sein für Weiß, wenn Schwarz die Opposition aufgeben muss irgendwann. Das ist ein spannendes Endspiel. Ich glaube aber nicht, dass Nepo sich darauf einlassen wird, auf solche Geschichten. Ich kann mir vorstellen, dass es verloren ist, aber die Engine sagt ausgeglichen. Okay. Gehen wir mal zurück. Das ist ein bisschen riskant, so zu spielen. Also, Nepo muss noch ein bisschen arbeiten für sein Remis. Die Stellung ist ausgeglichen, aber. Du laberst Dönekes. Wo geht denn da Läufer G6? Ah! Der hier. Der geht auch hier. Der geht die ganze Zeit, Mensch. Shit. Ich habe aber Läufer D7 gezeigt hier, ne? Läufer D7. Ich passe nicht auf, ey. Ich bin echt nicht konzentriert. Läufer D6. Läufer G6, Schach. Okay, Läufer D7 dann. Mr. Roberschlau, nichts. Du musst gar nichts machen. Genieß einfach die Streams und die Partien. Es gibt auch Abende, wo ich streame, da spiele ich gegen User auch, gegen Leute, die in meinem Team sind. Abwechselnd gegen Subscriber und gegen User. Nix, du musst nicht abonnieren. Einfach so anschauen. Okay, G schlicht F4, Springer F4, Läufer D7 zurück. Wie geht's hier weiter? Hier sehe ich auch kein Vorwärtskommen mehr für Weiß. Okay, also das Nehmen ist gefährlich. Lassen wir das, machen wir nicht mit Schwarz. Aber auf F4 kann man theoretisch nehmen. Muss man aber nicht. Aber König F6 oder was? König näher bringen und einfach abwarten. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, König F6, wieso nicht? Oh, haben wir
habe ich gerade einen Blödsinn analysiert. Habt natürlich recht, ne? Gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. So, meinen 10. Lebensjahr spiele ich Schach. Es ist wahrscheinlich alles ausgeglichen hier, egal was Schwarz macht, ne? Also König F6, irgendein Abwartezug, Turm E7 vielleicht, damit er hier rausgeht aus dieser Geschichte hier mit dem Turm. Aber König F6 ist ja das Gleiche, ne? Geht ja auch raus aus diesem Feld, aus dieser Diagonale. Das sieht alles total ausgeglichen aus und ich sehe auch gar nicht, wie Weiß hier Fortschritte erzielen will. Es kam irgendein Zug. Er hat auf G4 genommen tatsächlich. Überrascht mich ein bisschen. Es kam F schlägt G4. H schlägt G4 und Läufer schlägt G4. Das hatten wir schon, ne? Ja, das war meine erste Variante. Turm schlägt H6. Und jetzt droht Läufer G6 Schach. Und was kommt? Läufer F5 einfach. Ja. Ganz simpel, Läufer F5 zurück. Der hängt. Es wird genommen. Er wird nehmen. Mich ein bisschen überrascht ist hier, dass er es wieder schon. Geht hier nicht Turm A7 Schach? Es geht Turm H7. Springer G7. Man darf natürlich nicht den Bauern da hinten einstellen, denke ich. Springer G7. Und wenn jetzt Weiß hier nimmt, dann kommt König G6, ne, mit Doppelangriff. Und der Bauer G5 hängt, ne? Dann muss ich den Turm wieder ziehen. Dann kommt das hier. Ja, wir hatten wir schon. Wir haben schon die Stellung. Welcher Zug ist das? 31. Er nimmt. Max, ich weiß es nicht. Er hat sich aufgegeben, mehr oder weniger. Ne? Ja, jetzt kommt die Variante, die ich gezeigt habe gerade. Ist jetzt jemand auf dem Weg zum Klo oder was? Weil die das. Nee, die sitzen beide am Brett. Oh, übrigens habe ich gerade eine Meldung bekommen. Die Schnell- und Blitzschachweltmeisterschaft in Kasachstan wird nicht stattfinden. Messer Bill, danke für den Gifted Sub an Robert Schlau. Robert Schlau, ich vermute mal, du heißt Robert, ne? Du hast jetzt einen Sub geschenkt bekommen für einen Monat. Ja, die findet nicht statt wegen Covid, ne? Logischerweise. Es gibt eine verpflichtende 7-Tage-Quarantäne in Kasachstan für jeden, der einreist. Und das geht natürlich nicht kurz nach Weihnachten, weil dann müssten die Weihnachten in Kasachstan verbringen, die Leute. Weil es natürlich nicht machen werden. Wir haben jetzt diese Stellung hier. Der Turm wird zurückgehen und dann wird der schwarze König G5 schlagen. Und dann haben wir eine total symmetrische Stellung. Wieso bekommen alle Subs geschenkt? Nicht alle. Na, alle bekommen nicht Subs geschenkt. Ich würde euch empfehlen, Mitglied in meinem Team zu werden auf LeeChess. The Big Greek Aficionados hier. Achso, ich habe natürlich noch viele Leute, die ich nehme ich mal an. Genau, aus meinem Stream. Ihr dürft natürlich nicht cheaten auf LeeChess. Sobald ihr cheatet oder irgendeinen Blödsinn macht auf LeeChess, werdet ihr gebrandmarkt und dann schmeiße ich euch aus dem Team. Da haben wir einen Bot dafür gebaut. Ich sehe gerade super viele Leute neu dabei, die heute wahrscheinlich in den Stream gekommen sind. Ich nehme euch alle an. Und dann seid ihr im Team und hin und wieder bitte die Nachrichten lesen, die ich schreibe, oder auf der Teamseite schauen. Hier auf der Teamseite stehen alle meine Termine. Ja, und hier sind die Turniere. Wir haben ein Forum. Da stehen alle Termine, etc. Wann Turniere stattfinden, was gerade so läuft. Hin und wieder mal drauf schauen. Dann seid ihr auf dem Laufenden. So, Schwarz wird jetzt hier den Bauern nehmen. Er muss den nicht sofort nehmen, er kann auch Springer G6 machen und so schlagen.
Ist auch möglich. Engine benutzen zum Beispiel, genau. Die Frage ist, wie lange wird diese Partie noch dauern? Schaffen wir die 40 Züge noch? Da hatten wir die Kanalwette oder wird vorher Remis? Die Stellung ist halt wirklich tot Remis im Prinzip. Außer hier hängt irgendwas gleich, Turm G3. Es kann sein, dass sie jetzt schnell Remis machen, König F6. Und jetzt hier so ein Schach wieder. Zurück, Schach. Ja, es wird Remis, ich bin mir sicher. Jetzt kommt König G5. Und dann wieder ein. Sch nee, König G5 geht nicht, weil dann kommt Turm F7. Nein, nein, so einfach ist es nicht. Vorsicht. Er macht König E7. Er läuft zurück. Er läuft in die Richtung. Springer F4. Aktiviert den Springer. Jetzt kann man die Partie mit Schwarz noch einstellen. So. Und Schach. Er wird aber weglaufen hier, ne? Sowas hier. Ah. Geht noch, ne? Geht. Na, nicht klar. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass der Turm hier noch reinkommt nach F7. Ich drohe so ein bisschen Springer G6 und dann Turm F7. Ein bisschen aufpassen muss ich hier noch mit Schwarz. König D6. Geht aus dem Schach raus. Okay, die Partie wird länger als 40 Züge dauern. Ich sehe jetzt hier keine dreimalige Zugwiederholung hier oder Stellungswiederholung so schnell. Die Partie wird länger als 40 Züge dauern. Es wird aber am Remis nicht viel. Gibt es hier noch irgendwelche Tricks? Sowas vielleicht. Wir sind bei Zug 36. Ich weiß nicht, was du meinst mit T-Tomic. Bis zu welcher Elo-Zahl würdest du sagen, dass es hier realistisch ist, noch einen Gewinner zu finden. Also wenn Karl, also könnte ich das noch verlieren gegen Carlsen? Klar. Sollte ich nicht, aber ja, also sowas zum Beispiel könnte ich mal gegen Stockfisch probieren, ne, zu gewinnen oder zu verlieren. Springer G6, Carlsen probiert noch was, nimmt diese Felder hier unter Kontrolle. Droht Turm F7. Also hier muss ich. Ja, aber es kommt Springer. Nee, nee, Turm F7 droht, ne? Ich dachte dann Springer E6, dann kommt aber der hier. Also Weiß hat noch ein bisschen Druck hier, ne? Springer E6 geht nicht. Turm E6 könnte eine Idee sein. Springer E5. Und jetzt wieder zurückgehen. Damit Turm F7 nicht kommt. Nepo muss noch ein bisschen aufpassen hier. Ja, das hier finde ich ein bisschen zu passiv, wenn ich ehrlich bin. Der Springer steht da zu passiv. Weil ich habe hier die. Ein bisschen unangenehm. Würde ich ungern zulassen, den Turm auf die siebte Reihe. Turm E6 sieht für mich erstmal gut aus. Und Springer F8, Turm. Zurück einfach und die siebte Reihe decken. Ja, Nepo hat sehr schnell gespielt, also wenn er das einstellt, dann weiß ich es auch nicht. Aber die Stellung müsste halt komplett ausgeglichen sein, es gibt zig Züge, die das Remis halten, da bin ich mir sicher. Es kam, was kam? Es kam Turm E6. Springer E5. Es droht Turm F7. Und vor allen Dingen, es gibt hier diese Matt-Idee, ne? Also Schwarz muss den Turm zurückziehen. Also ich fall Turm E7 erwarte ich hier. Ich wüsste nicht, was sonst.
Naja, man muss nicht Turm E7 spielen, man kann auch sowas spielen, aber es ergibt keinen Sinn, ne? Und dann Turm E7 zurück, ne? Aber warum nicht Turm E7 sofort? Ja, gut, es gibt die Idee, ne? Und dann hier rüber. Aber so. Schach, das Schach bringt nicht viel. Weiß hat steht ein Tacken aktiver. Ein Tacken aktiver. Aber Schwarz müsste sich schon ziemlich dusselig anstellen, gerade auf diesem Niveau. Dürfte nichts mehr passieren. Springer E8 verhindert Turm F6. Wir wollen aber Turm F7 spielen. Nicht Turm F6. Ja, es riecht. Das hatte ich schon zu Beginn der Sendung. Springer E8 tatsächlich. Ich finde das ein bisschen passiv, den Springer. Ja, er macht direkt Turm F7, greift hier an. Droht matt übrigens hier, ne? Droht matt. Ah, er tauscht die Türme. Ja klar. Ach Mann. Tausch aber die Türme. Ja, okay. Wir haben aber schon jetzt 40 Züge. Remis ist, die Partie wird Remis enden, aber. Und es kann auch sein, dass die jetzt Remis anbieten, ne? Weil wir haben Zug 40. Wir haben jetzt Zug 40. Nicht fast sicher, es ist total Remis. Aber die haben mehr als 40 Züge geschafft. Ja, am Anfang haben viele von euch gesagt, nein, noch nicht mal 40 Züge schaffen wir heute. Ihr seht aber sogar, also 40 Züge wurden geschafft. Es ist schon Remis. Ja, es ist Remis, ne? Carlsen hat Remis angeboten mit König E3 und Nepo hat es angenommen, ne? Oder? Die viele Seite ist immer spät dran. Das ist unglaublich. Ja. Heute also nur 2 Stunden gespielt. Überhaupt nicht überraschend. Das war von vorne ab, von Beginn an zu erwarten, dass diese Partie Remis enden wird, weil Jan Nepomniachtchi im Prinzip das WM-Match innerlich, also mit dem WM-Match innerlich abgeschlossen hat. Man merkt das richtig. 6:3 gegen den Weltmeister zurück, gegen den besten Spieler aller Zeiten, Magnus Carlsen. Er rechnet sich nichts mehr aus und versucht gar nicht, auch mit Schwarz mehr Spannung reinzubringen, mehr zu riskieren, und gibt im Prinzip jetzt jede Partie Remis. Ich kann mir vorstellen, dass am Freitag spielt Nepo mit Weiß, dass er am Freitag mit Weiß auch gar nichts groß riskieren wird. Er steht jetzt 6,5:3. Carlsen fehlt ein Punkt zur Weltmeisterschaft. Morgen ist Ruhetag. Freitag geht's weiter. Da werde ich Huschi zu Gast haben, Niklas Huschenbeet, zumindest für eine Stunde oder so. Schauen wir mal. Und mal schauen, ob Nepo da mit Weiß noch irgendwas auspacken wird. Ich glaube eher nicht.